Ha, kniet nieder, ihr minderwertigen Wesen. Also nicht ihr, liebe Zuschauer, sondern diese USCM-Soldaten, die meinten, sie könnten uns was entgegensetzen, aber wir haben sie natürlich grandios geschlagen und ich habe jetzt mein Werk vollendet und die Basis verwüstet und nebenbei noch ein paar Baumaterial mitgenommen für unsere eigene Basis, die wir dann später mal bauen werden. Aber jetzt geht's weiter auf unserer Reise auf der Suche nach einem Luftschiff der Avianer, um uns vielleicht mal eine Waffe kaufen zu können. Denn was wir finden, sind Schwerter, Spitzhacken und andere merkwürdige Sachen, mit denen wir keinen Krieg gewinnen können. Was ich außerdem sehr lustig finde, die Typen mit den Maschinengewehren und so weiter konnten uns nichts anhaben und die Monster hier, die schnetzeln uns innerhalb kürzester Zeit weg. Aha. Ernsthaft jetzt? Naja. So ist das eben in diesem Spiel. Ja, ich hab's gesehen, da rechts unten wäre so eine Boosting, aber nein, nein, ich trau mich nicht. Guck mal auf unser Geld, wie viel Geld wir haben. Das Einzige, was wir jetzt noch brauchen, ist tatsächlich so ein Luftschiff, wo wir uns eine anständige Waffe kaufen können. Mal schauen, ob wir Glück haben. Ich bin mir nicht so sicher. Wir finden auf jeden Fall viele Boltbulbs, die wir nicht essen können. Jede Menge Gold und andere Sachen, die wir alle nicht brauchen. Denn wir bräuchten ja eigentlich ein Luftschiff. Das ist ja das, was wir suchen. Wir finden dann ein Luftschiff, wenn wir keins mehr brauchen. Nämlich dann, wenn wir schon eine Waffe haben. Aber gut, dieser Planet ist groß. Vielleicht haben wir ja Glück und wir finden was. Oh mein Gott, das könnte böse enden. Wir haben ja noch Erfahrungen. Als wir auf unserem Heimatplaneten mal Richtung Erdkern gestartet sind, da haben wir uns auch mal mit mehreren Gegnern angelegt und wurden dafür bestraft. Aber der Preddy hat gelernt, der Preddy hat gelernt. Nochmal legt er sich nicht mit 20 Gegnern gleichzeitig an. Oh, Sand. Yeah, Surfing. Na komm, lass mich raus. So, wir sammeln das hier ein. Silbererz. Wir sammeln das hier ein. Noch mehr Silbererz. Ups. Oh, ein Luftschiff wäre was Feines. Ja, ja, so ein Luftschiff. Natürlich könnte ich auch im Internet gucken und mir die Koordinaten raussuchen für einen Planeten, der ein solches Luftschiff beheimatet. Aber hey, wo bleibt da der Spaß? Wir wollen suchen und uns dann freuen, wenn wir eins gefunden haben. Und vermutlich werde ich es auch so machen, dass ich einfach zwischen den Folgen einfach mal ein paar Planeten abgrase und sobald ich dann ein Luftschiff oder irgendwas anderes Interessantes gefunden habe, melde ich mich dann wieder zurück in Videoform und zeige es euch dann. Weil ich glaube, es wird eine Zeit lang dauern, bis wir hier so wieder was Interessantes finden. Wie gesagt, wir könnten jetzt schon natürlich den Drachen angehen, aber das ist sehr langweilig. Ich möchte den Drachen mit einer Pistole angehen. Und ich denke, das wird uns das Leben auch um einiges erleichtern. Upsala. Bleibst du vielleicht jetzt mal ruhig, bitte, Mensch. Und außerdem möchte ich jetzt endlich mal eine Pistole haben. Es kann ja nicht sein, dass wir hier schon mit einem Raumanzug aus Titanium rumlaufen und immer noch keine Pistole haben. Ich meine, was, hä? Ist ja total unrealistisch. So, jetzt wird es hier wieder ein wenig finster. Wir nehmen mal die Taschenlampe raus. Oh, ist der hier freundlich? Nein. Natürlich nicht. Wie konnte ich nur der Annahme sein, er wäre freundlich? So, hier haben wir ein bisschen... Ah, das ist nur Silbererz. Ja. Wir gucken mal weiter, ob der Dinge, die uns da erwarten... Wir kraxeln einen Berg hinauf. So halbwegs zumindest. Oh, hier ist wieder so ein Schießviech. Nein, hier sind noch mehr so Schießviecher. Geht weg. Lass mich in Frieden. Ich will nicht gegen Fliegschießviecher angreifen. Leute, lasst mich doch mal in Frieden jetzt bitte. Was soll denn das jetzt hier? Ich will euch doch gar nichts tun. Aber ihr lasst mir gar keine andere Möglichkeit, als dass ich euch abschießen muss. Verstehst du? Ihr seid doch selbst schuld, Mann. Ich komme in Frieden. Verstehst du das nicht? Okay, das geht gar nicht. Ah Gott, ich sterbe. Ich will doch gar nicht sterben. Mehr. Los, schieß. So, minus 1. Minus 2. Wunderbar. Ist der freundlich oder nicht? Ich glaube nicht. Sieht böse aus. Ah ja, wir haben ja schon gelernt. Alles, was böse aussieht, ist ja freundlich. Und alles, was freundlich aussieht, ist böse. So wie diese drei
tentakeligen, vieräugigen Viecher hier. Sehen schon ein wenig friedlich aus. Man möchte fast meinen, ja, seht, wie er schläft, wie er die Augen zumacht, aber nein. Das täuscht. Oh ja, klar, natürlich greife ich den freundlichen an. Und natürlich habe ich jetzt 5 Gegner am Hals. Sonst wäre es jetzt so einfach. Oh cool, 2 Cell Materia. Ich weiß noch immer nicht, wofür wir die brauchen. So, wir gehen noch ein bisschen in diese Richtung weiter. Nicht zu lange. Denn ich möchte noch in die andere Richtung gehen. Das ist ein großer Planet, den umrunden wir nicht so schnell. So, da haben wir wieder 2 Viecher. Yeah. Nein. Nein. Nein, ich sagte nein. Ihr sollt mal friedlich bleiben jetzt bitte. Auch nicht schon wieder so ein Fliegviech. Lass mich. Nein, ich will dir doch gar nichts tun. Lass mich. So, ich laufe einfach weg. Ich habe keinen Bock mehr aufs ewige Kämpfen. Mensch, irgendwann steht's einem bis hier, weißt du? Bis hier. Da kommt schon der Nächste. Alle wollen dich angreifen. Du bist doch nur ein friedlicher Erkunder, verstehst du? Und ständig musst du irgendwelche arme Tiere töten, die meinen, sie könnten dir was antun. Oh. So geht das nicht weiter, liebe Freunde. Ich möchte das nicht mehr. Die Beleuchtung ist wirklich schön. Guck mal an, wie weich... Oh, hier ist was. Böse? Oh ja, böse. Brave. Oh, der hält schon ein bisschen was aus. Was macht der? Der hat ein Schild. Das ist so eine Art Roboter wieder. Eine Krone haben wir gefunden. Yeah. Haben wir gerade einen König getötet? Sieht fast so aus. Was ist das? Eine Statue? Glitch Display Armor. Okay. Aber irgendwas Interessantes gibt es hier nicht, oder wie? Schade. Naja, gut. Die hier, glaube ich, waren böse. Ne, die waren freundlich. Natürlich, weil sie böse aussehen. Ach, Mensch, Brett. Du lernst es auch nicht. Jetzt haben wir hier gerade einen König getötet, oder wie? Wir haben eine Krone. Ja, die setzen wir doch gleich mal auf. Nächstes Mal. Oder? Sieht cool aus. Wir sind der König der Welt mit Flügeln. Kniet nieder. Ja, nichtsdestotrotz hätte ich doch lieber gern ein Luftschiff gefunden. Jetzt kommen wir schon wieder so Fliegviecher. Okay, die tun mir nichts. Wenigstens einmal tut mir jemand nichts. Vielleicht knien die jetzt ja nieder, weil ich die Krone habe. Vielleicht tun sie mir jetzt nichts mehr. Wer weiß. Wer weiß. Lalalalalala. Ich glaube, auf diesem Planeten gibt es nichts mehr. Ach komm, bitte lass halt mal einen Anker von der Luft, aus der Luft herunterfallen. Ach, das ist doch alles, was ich will. Die hier sind böse, weil sie freundlich aussehen. Aha. Hörst du auf? Nach, hörst du auf? Nach, hörst du auf? Bleib doch mal jetzt friedlich, ja? Es könnte mal wieder Tag werden, damit ich mal wieder ein bisschen etwas sehe. Das wäre auch sehr hilfreich mittlerweile wieder. Es war ja jetzt lang genug Nacht. Meine Güte. Als hätten wir nicht schon alles gesehen. Tja. Ah, damit hast du jetzt nicht gerechnet, wa? Wobei wir ihn, glaube ich, gar nicht getroffen haben. Er hat uns zuerst getroffen. Aber, shh, er weiß es ja nicht. Er ist unwissend. Sie sind alle unwissend. Niemand weiß, welchen Plan wir haben. Nicht mal die Zuschauer dieses Projektes. Nein, unser Plan wird die Welt verändern. Sei ruhig. Entschuldigung, mein zweites Ich. Ja, jetzt fängt es wieder zu Sternregnen an. Ich fange mit Selbstgesprächen an. Irgendwie geht hier gerade nichts weiter. Das ist schade. Ernsthaft jetzt. Ach, komm, stirb. Ja, oh. Aber schön sieht das aus mit diesem Sternenregen, ja? Das ist mir letztens schon aufgefallen, als ich die Basis geplündert, zerstört habe. Von diesen ungläubigen, USCM-Soldaten. Die mit, Pistolen rumgeschossen haben, aber das Schwert dabei sich trugen. Merkwürdige Wesen. Merkwürdige Wesen. Aber so ist das ein Starbomb. Man trifft auf alles Mögliche. Nur nicht auf das, was man möchte. Zum Beispiel ein Luftschiff. Ich weiß nicht, wie oft ich es jetzt schon erwähnt habe, dass ich gerne ein Luftschiff möchte. Aber nun ja, so ist das. Oh, schön. Schöne Farben hier. Sehr schön. Was ist das? Das ist Silber. Das brauchen wir nicht. Doch, schön. Mir gefällt es hier. Auch wenn es hier nichts gibt. Ach, Mann.
Wir beamen uns jetzt mal nach oben und gehen mal noch nach rechts. Vermutlich wäre jetzt einen Meter weiter dann gleich, oh mein Gott, wie alles voll ist. Vermutlich wäre einen Meter weiter links jetzt gleich dann das Luftschiff gewesen. Aber das ist dann eben Pech. Das ist Pech im Pech. Wenn man schon Pech hat, dann sollte man auch richtig Pech haben. Was mir auch noch ein bisschen abgeht hier in dem Spiel ist, dass man quasi so, ja, so Landemarken, sage ich jetzt mal, setzen kann. Dass man einfach sagen kann, okay, ich möchte, wenn ich mich hochgebeamt habe, an dieser Stelle wieder runtergebeamt werden. Ich weiß nicht, ob es so etwas gibt. So etwas habe ich auch noch nirgendwo gelesen in irgendeiner Wiki oder in einem Forum, dass es so etwas geben würde. Das müssen sie auf jeden Fall noch einbauen, denn man umreißt hier so riesige Planeten und jedes Mal, wenn man dann, was weiß ich, wenn das Inventar voll ist, dann muss man wieder zurück aufs Raumschiff und muss den ganzen Weg nochmal auf sich nehmen. Und die Monster, die kommen ja wieder. Es ist ja nicht so, als würden die Monster wegbleiben, wenn man die einmal getötet hat. Nein, die kommen ja wieder. Das heißt, man muss sich den Weg immer wieder vor freikämpfen. Und so, wenn man sich halt einen Punkt setzen könnte, wo man quasi wieder hin teleportiert wird, dann wäre das schon ziemlich hilfreich. So. Mein Timer sagt 9 Minuten, 10 Minuten noch die Aufnahme. Das heißt, wir gehen jetzt mal noch 2 Minuten oder 3 Minuten hier in diese Richtung. Danach beamen wir uns hoch, gehen nochmal auf einen anderen Planeten. Mal schauen, ob wir da irgendwas Interessanteres finden. Auf hier! So. Was wir auch brauchen können, wären Pflanzen. Pflanzenfasern. Wir müssen mal wieder Bandagen machen. Ah, wir bräuchten so viele Sachen. Vorrangig natürlich ein Luftschiff. Ich weiß nicht, ob ich das schon erwähnt habe. Wir laufen einfach davon. Hier ist eine Kiste. Vielleicht ist hier ja irgendwas drin, was wir brauchen können. Natürlich nicht eine bescheuerte Waffe. Ich drehe durch, Leute. Ich drehe echt durch. Aber gut, ich darf mich nicht beschweren. Das ist erst der zweite Planet. Wir müssen natürlich viel mehr erkunden, um da mal irgendwas Interessantes finden zu können. Aber ich möchte euch damit... einen Zwischenboss. Auch die haben die Chance, eine Waffe fallen zu lassen. Schauen wir mal, ob wir überhaupt eine Chance haben gegen das Viech. Wir hauen den einfach mal ein bisschen. Okay, in der Luft tut er uns nichts. Wir müssen mal aufpassen, dass wir dann nicht landen, wenn der gerade auch landet. Ui, ui, ui. Heilen. Ja, heilen. Nein! Fuck, unser Geld! 5600 Credits. Pixels. Nein! So ärgerlich. Nein! Das heißt, ein Drittel weg, da müssen wir ungefähr noch 3000 haben. Nein, Leute, nein. 4000, okay. So. Das wird Kalassi mir nicht gefallen. Jetzt komm her. Jetzt komm her, du blöder Boss. Was soll die fröhliche Musik im Hintergrund? Das passt jetzt gerade nicht zu meiner Stimmung. Ich bin jetzt aufgeregt. Ich bin erzürnt. Da kommen wieder so blöde Fliegviecher. Lass mich im Frieden. Ups, Entschuldigung. Schluck auf. Jetzt bin ich wütend. Wenn ich Schluck auf habe, bin ich so richtig wütend. Freunde, jetzt könnt ihr euch auf was einstellen hier. Was soll denn das? Hat der mich einfach zerstört? Ich hoffe, der ist noch da. Wenn er nicht mehr da ist, dann werde ich ihn suchen. Suchen werde ich ihn. Bis ich ihn gefunden habe. Dann werde ich ihn nicht mehr suchen. Nein, dann werde ich ihn töten. Piu, piu, schieße nicht mehr in so einem blöden Stern rum. Hier, lass mich im Frieden. Geh weg. Geh weg. Ja, mach deine Sachen. Und ich mach meine Sachen. So, ganz einfach. Du auch. Lass mich im Frieden. Lass mich einfach im Frieden, okay? Hört auf, mich zu schießen. Boah, das war knapp. So, jetzt komm her. Der muss hier irgendwo sein. Ich weiß es genau. Hier irgendwo war er. Hier irgendwo war er. Irgendwo. Wartet. Gleich. Wartet. Ich weiß es nicht mehr, wo war der? Ich weiß es nicht mehr. Der war, glaube ich, noch weiter rechts. Oh, natürlich. Ich springe dem Gegner in die Arme, sozusagen. Meine Güte, der Pratt hat es natürlich drauf. Ne? Wir springen den. Das ist die neue Taktik. Die in die Arme springt Taktik. Die habe ich gerade nicht mehr erfunden, natürlich. Das glaubt ihr mir jetzt gerade nicht, aber es ist tatsächlich so. Da springen wir dem Gegner in die Arme, so wie gerade jetzt eben, seht ihr? Und vielleicht, wenn wir Glück haben, die Chance besteht bei 1%, also sehr erfolgsversprechend, dann, da ist der Boss. Ich hoffe, er ist noch immer so tot wie vorhin, weil wir hatten ihn schon ziemlich weit runter. So, jetzt komm her. Komm her, ich muss dich töten. Nein, der ist wieder voll, ich glaub's nicht. Oh mein Gott, wir können den auch nicht blocken. Wir können den nicht blocken, Leute. Scheiße, ich muss weg. Moment, ich muss mir mal kurz ein paar
Bandagen machen. Wir machen uns mal 20 Bandagen. Jetzt heilen wir mal ganz kurz. Wir können ja auch mal hier so unsere Drinks trinken. Die helfen uns sicherlich auch weiter. Hier so grüner Stimpack. Geschwindigkeit. Springen. Und Energie. Gut, also viel bringt uns das nicht. Aber wir können hochspringen und wir können noch weiter laufen. Und oh mein Gott, oh, guckt euch das an. Wir treffen den Gegner gar nicht mehr. Wir haben Lichtgeschwindigkeit. Ah, verflucht. Wir sollten trotzdem aufpassen, dass uns der nicht erwischt. Nein, lass mich gehen. Da ist er. Nimm das. Nimm das. Warte, jetzt nimm das. Au. Ach Gott, stirb halt. Oh, wir sterben. Wir sterben, nicht er. Oh mein Gott. Oh nein, unsere Buffs sind weg. Oh Gott, habt ihr das gesehen, wie knapp das war? Los, heil dich, heil dich, heil dich. Okay, kurz beruhigen, kurz beruhigen. Moment. Uah. Natürlich springe ich wieder voll drauf. Nein, lass mich halt in Frieden jetzt. Nein. Ach Gott, geh halt weg. Nein. Ach Gott, Leute. Gott sei Dank, er hat sich wieder beruhigt. Okay, weil ich glaube, es bringt nichts, wenn ich 50 Bandagen auf einmal futter. Das bringt absolut gar nichts, nein. Okay, wartet. Wir heilen uns nochmal voll. Der ist gleich tot. Wir haben ihn gleich. Ich weiß nicht, wieso ich so unkonzentriert bin. Ich meine, ihr kennt mich. Ich bin normal vollkommen konzentriert. Okay, wartet. Jetzt. Jetzt. Er ist fast tot. Er ist fast tot. Wir natürlich auch fast wieder. Heilen. Heilen. Wechseln. Warten. Schlagen. Springen. Jumpen. Machen. Tun. Stirb halt jetzt. Er ist tot. Und er hat natürlich nichts fallen lassen. Ein Battle Buckler. Was ist ein Battle Buckler? Nee. Nee, da behalten wir lieber unseren eigenen. Toll, toll, dass er einen Battle Buckler fallen lassen hat. Genau das Item, das ich wollte. Meine Güte. Ich wollte keine Pistole. Nein, wieso? Was soll ich denn noch mit einer Pistole machen? Ich meine, eine Pistole wäre ja genau das, was wir wollen, ne? Meine Pistole ist ja... Ich drehe durch, Leute. Wir gucken noch kurz auf diesen Berg hier. Ich laufe jetzt einfach vor allem davon. Hier weg. So, wir blocken hier einfach ein bisschen durch. Wunderbar. Ah, lass mich im Frieden. Da kommen noch mehr Viecher. Blocken. Laufen. Hier wäre ein Boost. Ja, natürlich. Ich springe. Das ist wieder, ihr habt es gesehen, die Gegner in die Arme springen. Taktik. Ups. Haha. Oh mein Gott. Oh, das war knapp. Puh. So, wir suchen uns mal kurz ein neues Ziel. Wo ist denn unsere ganze Kohle? Wir fuelen mal noch ein bisschen auf. So. Okay, Snowplanet können wir natürlich nicht machen. Das ist natürlich wieder super. Dann brauchen wir noch mehr Energie. Arid, was haben wir hier Schönes? Jungle, nein. Meine Güte. Moon können wir natürlich auch noch nicht benutzen. Jungle, wir könnten mal hier auf dieses Asteroidenfeld springen. Und dann, wenn wir uns da ein bisschen umgeguckt haben, können wir ja mal schauen auf den Planeten nebenan, was es da noch so gibt. Ach ja, das ist schön. Wir schmelzen mal die ganzen Erze, die wir so haben. Wie viel Titanium haben wir dann? Also wie gesagt, Titanium hat immer genug. Wir brauchen keine Rüstung mehr. Wir brauchen eigentlich nur noch, müssen nur noch diesen Drachen zerstören. Und wenn ich nicht bald irgendwas finde, dann drehe ich echt durch. So, diesen... Nein! Ach, jetzt habe ich den falschen Buckler. Ach Gott, bin ich blöd. Naja. Manchmal geht es einmal einfach so, weißt du. So, wir räumen hier mal aus. Was wir alles nicht mehr brauchen. Cell Materia. Gut. Das hier vielleicht noch. Okay, das sind ja die ganzen Sachen. Na gut. Oh, wir haben sogar eine harten Monsterblade gefunden. Wusste ich gar nicht. Woher auch? So, mal schauen, was es hier auf diesem Asteroidenfeld so gibt. Da waren wir auch noch nicht. Da brauchen wir natürlich, normalerweise brauchen wir da auch Luft. Aber wir probieren es jetzt einfach mal. Mal gucken, ob wir da überhaupt eine Chance haben zu überleben. Boah, guckt euch an, was es hier alles gibt. Meteoritenrock. Das hier ist, glaube ich, Diamantenerz. Boah, ist ja krass. Ah, da drüben wäre sogar ein Bunker. Uah. Wir müssen aufpassen auf die Luft, ne? Wir haben ja nicht mehr viel Luft. Da ist jetzt die Gegenanzeige, das ist lustig.
bisschen Luft hätten wir noch. Da ist auf jeden Fall irgendwie so eine Mining-Site oder sowas. Hilft uns natürlich alles nichts. Na gut. Hier muss man wieder weg. Hier gibt es nichts Interessantes. Wie gesagt, hier brauchen wir irgendwie so einen Raumanzug oder irgendetwas. Wir gehen jetzt mal auf diesen Dschungelplaneten. Und ja, ich würde sagen, ich gucke mich einfach ein bisschen um. Und sobald ich irgendwas Interessantes gefunden habe, dann schalte ich das Video wieder hinzu. Und dann gucken wir uns das alles gemeinsam an. Bis dahin, macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Servus.